So, hier sieht man jetzt mal das Setup. Einfach mal die 50 LEDs, wie sie alle schön hier auf Boden liegen. Der Arduino in einem kleinen Plastikgehäuse, angeschlossen mit einem speziellen USB-Kabel. Speziell deswegen, weil da noch so eine blaue LED dran ist. Ist aber eigentlich sonst ein ganz normales Kabel, womit man so ein Arduino anschließt. Hier sieht man das Netzteil. Und so, das ist ein 5-Volt-Netzteil mit 8 Ampere, bedeutet es hat 40 Watt. 40 Watt brauchen wir jetzt nicht unbedingt für diese Menge an LEDs. Da brauchen wir 15 Watt. Wenn ich jetzt allerdings schon 100 LEDs anschließen würde, dann wäre ich ja schon bei 30 Watt und bei 150, da wäre ich dann schon drüber. Da wäre ich ja schon bei 45 Watt. Also, ja, ist jetzt für diese Anwendung ein wenig oversized, aber macht ja nichts irgendwie. Wichtig ist ja nur, dass es genug Leistung für diese Anwendung jetzt hat. Könnte man aber natürlich noch ein paar mehr mit ansteuern. Ja, das Netzteil, das ist hier hinten verbunden mit einer Lüsterklemme. Das Kabel geht jetzt weiter zu einem Netzstecker, der in der Steckdose steckt. Da kommen dann hier 230 Volt rein und das Netzteil macht daraus dann 5 Volt, die dann hier weiterlaufen. So, hier das Ganze ein bisschen quick and dirty aufgebaut mit so einer Lüsterklemme. Könnte man natürlich auch verlöten, aber ich habe es einfach mal schnell so gemacht. Da sitzt noch ein Kondensator, der ist einfach mit Plus und Minus verbunden. Braucht man nicht zwingend. Der Kondensator, falls man nicht weiß, was der macht, ist wie so ein, ja, könnte man fast sagen, Akku. Der lädt sich elektrisch auf und kann diese Ladung dann auch wieder abgeben. Wenn er jetzt ein kleiner Spannungsabfall wäre, dass die Spannung irgendwo unter 5 Volt geht, dann gibt er seine Ladung wieder ab und die Spannung bleibt konstant bei 5 Volt. Ja, der puffert einfach so ein bisschen die Spannung, dass die ganze Zeit auf dem gleichen Level bleibt. Und es könnte theoretisch dazu kommen, dass die LEDs flackern, wenn man keinen Kondensator verwendet. Kann man ausprobieren ohne Kondensator, also ist nice to have, aber kein Must-have. Und ja, muss man selber gucken, auch vielleicht, ob man einen rumfliegen hat oder nicht. Ich hatte den auch noch in der Schublade liegen. Ja, hier sitzt dann noch ein Widerstand. Ich schiebe mal so ein Blatt Papier da unter, dann sieht man das Ganze vielleicht ein bisschen besser noch. Da der Widerstand. Und der ist wichtig, also den braucht man auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier 460 Ohm. Man könnte auch 270 Ohm nehmen oder irgendwo 370 oder so, je nachdem, was man so hat, ungefähr in dem Bereich. Aber der ist auf jeden Fall wichtig. Wenn man keinen Widerstand verwendet, dann geht man ein sehr, sehr großes Risiko ein, dass die LEDs Schaden nehmen. Da wird meistens dann die erste LED Schaden nehmen, die direkt hinterm Arduino sitzt und kann dann auch. Ja, wenn sie Schaden nimmt, wird sie kaputt sein. Dann könnte man sie abschneiden und die nächste dann wieder anschließen. Hätte jetzt in dem Fall dann nur noch 49. Also auf jeden Fall ein Widerstand dazwischen. Das ist ganz wichtig. So, und der Widerstand, der sitzt. So, ich muss das mal hier ein bisschen. Der sitzt hier an dem Datenkabel. Hier, das ist, sitzt beim Arduino. An Pin 6 sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so gut, aber an Pin 6 sitzt das und dann geht das Kabel hier rüber. Dann ist da der Widerstand dran und dann geht das Ganze in den Dateneingang hier von der LED. Das ist so in der Mitte der Lüsterklemme einfach miteinander verbunden. Könnte man jetzt auch zusammenlöten oder einfach anders verbinden. Das geht dann in den Datenpin von der LED, in dem Fall weiß. Und die LED ist hier dann noch am Pluspol angeschlossen und mit dem blauen Kabel, in dem Fall könnte auch schwarz sein, hier am Minuspol angeschlossen. So, jetzt hat die LED noch so ein extra Kabel. Das ist nochmal Ground, also Minus sozusagen. Und das ist nochmal mit Ground vom Arduino verbunden. Das ist der Pin, wo GND steht. Und ja, davon hat er mehrere, da einfach reinstecken und das dann
hier mit der LED verbinden. Wenn die LED nicht so einen extra Eingang hat, dann könnte man das auch einfach hier mit ranstecken, an den Minuspol. Da einfach mit anschließen. Wenn man das nicht macht, dann kann einfach kein Strom fließen, weil man hätte ja in dem Fall dann nur ein Kabel hier und da kann natürlich kein, ist kein geschlossener Stromkreis, also deswegen auch Ground nochmal verbinden. So, und das wäre es dann eigentlich. Dann sind die LEDs richtig angeschlossen, haben auch da diesen Vorwiderstand, kann nichts passieren. Und dann können wir das Ganze jetzt mal anschalten. Ja, hier habe ich jetzt nochmal so eine recht schöne Animation angemacht. Die nennt sich Simple Rainbow und da sieht man einfach, wie langsam die Regenbogenfarben einfach durch diese 50 LEDs durchlaufen und sie dann schönen Farben zum Leuchten bringen. Jetzt gibt es auch noch die Möglichkeit, bei Gladiator das Ganze Sound angesteuert zu machen. Okay, jetzt funktioniert es und sieht man auch, wie sich der Balken bewegt. Und wenn ich dann jetzt hier auf Strobe gehe, dann sieht man im richtigen Takt zur Musik blinken die LEDs. Ja, damit verabschiede ich mich auch aus diesem Tutorial. Ich hoffe, bei euch blinkt es auch so schön wie bei mir. Ich hoffe, eure ganzen Fragen konnten geklärt werden, dass ihr das auch einfach hinbekommt. Falls nicht, schreibt einfach irgendwie in die Kommentare, woran es einfach bei euch scheitert. Und dann melde ich mich auch und helfe euch weiter damit.